So, wir sind back. Kölle, Karriere und heute erstes Heimspiel der Saison. Und ihr seht schon, Damien Downs hat sich einen Startelfplatz für dieses Spiel gesichert. Der hat schon gebockt nach seiner Einwechslung da. Zuckerpass auf Reezy gemacht, deswegen ist er auch direkt mal drin. Waldschmidt dafür auf der Bank jetzt erstmal und Thiemann wird hier richtig eklig umgewichst. Selke hinter Downs dann. Auf der 10 so ungefähr. Mäßig. Und der Rest bleibt gleich. Pavlovic. Fitness kracht ein bisschen, aber auf den kann ich nicht verzichten. Der hat auch zu viel Bock gemacht. Ich hoffe, der verletzt sich jetzt nicht, weil wirklich Fitness war vielleicht drei Viertel oder so nur gefüllt nach einem Game. Ist eigentlich schon ein Kracher, sage ich euch ehrlich, nach einem Game so im Arsch zu sein, aber gut. Schauen wir mal, was geht. Da läuft jetzt erstmal Downs. Das geht. Der zieht nach innen. Das geht. Und Schuss geht nicht. Ich weiß nicht, gegen wen Bayern da gerade zurücklag. Oder jetzt zurückliegt. Tor kassiert, wie auch immer. Habe ich nicht gesehen. Und der hier hätte auch drin sein müssen, ey. Also. Downs braucht immer noch ein Schusstraining. Der hätte drin sein müssen. Selke hätte den gemacht, schätze ich mal. Aber gut. Ja, gut gerettet. Und Downs hätte sich hier fast die zweite Vorlage gesichert. Schöne Ecke rausgeholt hier. Und Thielmann an die Latte. Also Thielmann hat richtig Bock. Letztes Spiel ja auch schon getroffen. Richtig schönes Tor geschossen. Und er bleibt weiterhin am Ball. So gefällt mir das doch. Wurde aber auch mal Zeit nach drei Saisons hier. Thielmann, ey, guckt euch den Bray an hier. Guckt ihn euch an. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los mit dem Typen? Auch diese Balltechnik, also wie der am Ball bleibt. Was, Junge, dieses Tempo-Dribbling, ich dribbel mich da rein, also eigentlich ist es nicht mal dribbeln, ich laufe einfach nur, mach mal einen Schritt hier hin, Schritt dahin, und der ist einfach durch. Was ein Träumchen, haben wir den jetzt zu dem gepusht, der eigentlich schon ist, aber nie rausgekommen ist? Wisst ihr, wie ich meine? Also was der hier gerade im zweiten Spiel abgeliefert ist, ist schon wieder der Wahnsinn. Mortal. Thiemann wieder, ja, da kann er nichts für. Das war ja eher so ein mäßig guter bis schon fast schlechter hoher Pass. Karaman kommt hier eigentlich wieder zu easy durch für unsere Verhältnisse. Downs. Und wieder. Ah, Selke braucht wieder zu lange. Und Bayern macht es 1-1 gegen Freiburg lagen die hinten. Okay. Aber gegen Freiburg ist auch mal in Ordnung, hinten zu liegen. Ja, krächter Pass, Mann. Das war ganz. Ich war gerade verwirrt irgendwie wegen Downs, weil er dann so auf einmal gestartet ist. Ganz komisch. Krätzig, sehr schön, wunderbar. Ich war erst am Überlegen, ob ich den im Mittelfeld einsetze, irgendwie auf den Außen, aber da sind wir zu gut besetzt, wie wir gerade merken. Mit Reezy und Thielmann. Hinten links ist er gut aufgehoben, ein paar Gerader. Hat mir echt nicht mehr gut gefallen, die letzten Spiele. Schmitz musste dann leider auch weg. Also er ist noch da auf der Bank halt so, aber Startelf musste er weg. Wegen Fingrefe, weil auf den dürfen wir auch nicht verzichten, das ist die Zukunft. Wir müssen jetzt auf junge Spieler mal setzen hier. Und ja, ich bin einfach gespannt, ob das gut geht. Bis jetzt läuft es ja ganz gut eigentlich. Selke auch nochmal wird gefoult. Ja, komm, da geht der Griff schon. Da geht der Griff. Da geht der Griff. Und das ist die rote Karte. Hatten wir das schon mal jemals? Dass ein Gegenspieler eine rote Karte bekommen hat? Ich glaube, das hatten wir noch niemals. Weil die, das ist NPC. Die foulen ja eigentlich nicht. Und da wechseln sie auch schon mal direkt. Und das ist ein Ball für Pavlovic. Ich bin gespannt, wie der am Schießen ist hier mit den Freistößen.
Aber das ist ein Ding für Pavlovic, das rieche ich. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, wäre das ein Ball für Reezy gewesen. Ich glaube, Reezy hätte da schön richtig eins reingezwirbelt. Aber dann machen wir es halt so und dann darf sich Pavlovic jetzt belohnen. 2-0. Let's go. Komm, jetzt brauche ich eine Reezy-Flanke. Und eine Thielmann-Verlängerung, Leute. Was habe ich hier schon wieder für eine Geilheit gerade gesehen? Ne? 2-0, nehme ich. Keine Wechsel, es läuft einfach zu gut. Pavlovic werden wir aber definitiv noch rauswechseln. Gar keinen Bock auf Risiko, so 60. vielleicht. Seine Fitness ist nämlich unter der Hälfte schon. Das ist jetzt schon wieder ja, die bittere Seite von Pavlovic. Nach einem Game hier direkt am Rumeiern. Also echt, die will ich gar nicht auswechseln. Pavlovic, Krejci und Fingerhefe. Weil ich will die einfach bis zum Endlevel pushen. Die müssen 90 Minuten durchackern. 34 Spiele. Mehr sogar. Champions League, DFB-Pokal. 50 plus Games müssen die da rumeiern jetzt hier die Saison. Oh, Fingerhefe, wunderschön. Und Selke eiert da wieder rum. Der hätte drin sein müssen. Das hätte das 3-0 sein müssen. Oben Thielmann. Oh, Digga. Schön gespielt wieder. Ah, hier wären schon wieder mehr Tore drin, wenn ich das sehe. Da wären mehr Tore drin. Das ist doch schon wieder ätzend. Das ist doch ätzend, Mann. Da hätte ich. Das war mein Fehler. Da hätte ich mehr draus machen müssen. Oh, schönes Ding. Schade, hat sich zu sehr auf den Torwart gedreht. Schönes Ding auf Reezy. Oh, schade, der wäre gut gekommen, glaube ich, noch. Aber was für eine perfekte Flanke schon wieder von Reezy, ey. Wirklich, seine Flanken sind nicht mehr normal. Ach du Scheiße, die sind raus. Tschüss, Schalke. Zweite Liga ruft, Leute. So, wir wechseln. Downs geht trotzdem raus. Dafür kommt Waldschmidt nochmal rein. Pavlovic raus. Hüseyin Basic rein. Das werden auch die einzigen Wechsel sein. In dem Game. Es ist einfach alles perfekt, so wie es ist. Einfach nur fitnesstechnisch jetzt hier gewechselt. Wären die alle fit, hätte ich nicht gewechselt, sage ich euch ehrlich. Oh, Junge. Nächstes Spiel gegen Stuttgart. Das könnte das erste spannende Spiel werden. Reezy. Oh, wunderschöne Ecke. Ah, komm, wir wechseln doch nochmal meine rein. Für Thielmann. Den hatte ich gerade irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Hamburg wird auch wieder geknechtet hier. Alles beim Alten hier, würde ich sagen. Reezy. Und jetzt aber komm, let's go. 4-0. Über Reezy. Selke fordert hier wieder einen Pass. Dann kriegt er ihn auch. Selke. Tick zu lang gewartet. Ich wurde aber auch gestört. Der hatte da ganz komischen Wackler drin. Jetzt ist hier hinten natürlich. Alles relativ offen. Oh, übers wichtig. Komm, Schwebe, hast du komm. Wichtig. Ich spiele nochmal einen Konter für uns. Ah, wird abgepfiffen, oder? Nee, wird nicht zurückgezogen. Waldschmidt. Unten Riesnes. Kommt nicht ran. Ecke nochmal. Wird sogar gegeben. Köstlich. Silke. Kilian darf nicht mehr ran. 4-0 gewinnen wir unser zweites Game. Läuft doch. So, wir schauen auf die Tabelle. Eigentlich müssten wir Erster sein, sage ich euch ehrlich. Ja. Da sind wir doch. Hartstag auf der 1, Leute. Wie geil sieht das aus? Zwei Gegentore aus zwei Spielen ist gültig. Und bei Stuttgart kracht. Also, die hat noch erst ein Spiel, okay. Ja, nächstes Mal dann gegen Stuttgart, Tordifferenz plus 6, beste
alles Topwert hier. Ja, nächstes Mal gegen Stuttgart, ne? Ciao.